Zum ersten Mal veranstaltete die Bergrettung Bruck an der Mur einen Berglauf auf den Hochanger, einer der drei Brucker Hausberge. Die Streckenlänge betrug 6,4 Kilometer und ca. 814 Höhenmeter waren zu überwinden. Ja, wir haben uns vorher so entschlossen, dass wir halt einen Lauf probieren wollen, einen Berglauf. Wir haben dann zum Plan angefangen, den ganzen Winter durchgeplant. Und heute ist halt der erste Hochanger Berglauf, veranstalten tut das die Bergrettung. Und unser Ziel ist halt, dass wir nächstes Jahr vielleicht im Steirischen Berglauf Cup aufgenommen werden. Am Start fanden sich nicht nur ambitionierte Läuferinnen und Läufer ein, sondern auch die hohe Politik. Laufen wir heute mit? Na, so sportlich bin ich ehrlich gesagt nicht, aber ich möchte mir das anschauen und möchte wirklich der Brucker Bergrettung gratulieren, dass sie sich drüber getraut haben, so einen Lauf zu veranstalten. Und die Teilnehmerzahl, die rege Teilnehmerzahl zeigt ja, dass das wirklich in Anspruch genommen wird und wettermäßig passt auch alles. Also ich gratuliere jetzt schon jeder Läuferin und jedem Läufer, die diese Tortur, für mich gesagt, auf sich nimmt und auf den Hochanger hinaufläuft. Hans Windisch hofft auf eine gute Zeit. Naja, vermutlich als einer der Ältesten, und nachdem ich schon so lange auf dem Hochanger laufe, probiere ich es halt auch. Wenn ich der Letzte bin, bin ich vielleicht der Älteste. Wie wird es werden? Anstrengend. Ja? Bestimmt. Haben Sie sich darauf vorbereitet? Nicht wirklich. Ich tue eher Mountainbiken im Sommer. Und ja. Aber nachdem das mein Hausberg ist, muss ich fast mitlaufen. Gut vorbereitet für heute? Ja, sind wir, ja. Ja, also wir tun immer was, wir bereiten sie immer vor und schaut gut aus heute, ja. 6, 5. Punkt 10 Uhr 4, erfolgte der Start durch 3, Bürgermeister Hans Strassecker. 2, 1. Was die Teilnehmer noch nicht wissen konnten, war, dass sie eine Traumkulisse am Ziel erwarten wird. Der Hochanger zeigte sich von seiner schönsten Seite, wie man bei uns zu sagen pflegt. Aber die Bergstille währt nicht lange. Nach weniger als 38 Minuten ist der erste Läufer bereits im Zielraum. Und Michael Kohlhofer vom LCA Hochschwab ist es, der mit 37 Minuten 36,1 Sekunden dem ersten Hochanger Berglauf die Zeit vorgibt. Also es war ein schwieriger Lauf, man muss echt schauen, dass man nicht am Anfang überpowert hat. Es ist durchgehend steil auf, es ist relativ gleichbleibend steil. Aber es ist halt die Gefahr, dass man am Anfang überpowert, aber das hat man halt echt super einteilt und es ist bis zum Schluss super gegangen. Zweiter wird mit 23,9 Sekunden Rückstand Klaus Sedlmeister, ebenfalls vom LCA Hochschwab. Klaus Sedlmeister, tolle Leistung! Gratulation! Für mich selber war es ja, also ich habe gewusst, der Michi hat eine super Form. Und es war schwer zu umbieren. Ich habe alles, mein ganzes Register heute aus kürzester Linie und alles gegeben. Aber er war halt stark. Er ist kontinuierlich davonzogen und ich muss ihm gratulieren und mich freut es viel, dass ein Junge nachkommt bei uns beim Verein und muss ihm wirklich gratulieren. Und dritter Andreas Robin mit 40,59,2. Mit der Startnummer 56. Gudrun Bahr ist die schnellste Frau auf den Hochanger mit 52,04,1. Eine tolle Leistung. Ja, super war's. Schnell war ich, glaube ich. Bin sehr zufrieden. War lässig. Schönes Wetter, alles passt. Die Leute sind lieb, die Veranstaltung ist super. Geburtstag, Applaus für Peter Kohl. Das ist der erste Berglauf da, der ist toll organisiert. Wir helfen da gerne ein bisschen mit und ich bin heute selbst ein wenig mitgelaufen mit einer Zeit, mit der ich eigentlich recht zufrieden bin. Ein wunderschönes Ambiente da heroben am Brucker Hochhanger, ein ganz tolles Laufevent.
Hat sich damit Peter Koch selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht? Das habe ich mir selber gemacht. Ich habe mir gedacht, nicht irgendwo sitzen und feiern, sondern ein bisschen in die Natur und ein bisschen auflaufen. Heute mein Geburtstag am Brugger Hochanger, jawohl. Mit der Siegerehrung und einer tollen Verlosung, Hauptpreis ein Mountainbike, ist der erste Hochanger Berglauf Geschichte. Resümee? Ja, ich bin begeistert. Das war ein viel klasse Tag heute. Ich bin froh, dass so viele Teilnehmer da waren, das Wetter hat perfekt funktioniert und für die Organisation danke auch meinen ganzen Kameraden, inklusive natürlich auch dann die Feuerwehr, das Rote Kreuz und den zahlreichen Sponsoren. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Ja, hallo Lisa, ist bei dir noch Sommer? Ich habe eine Webasto-Standheizung, bei mir ist schön warm. Lisa weiß, worauf es in der kalten Jahreszeit ankommt. Sie hat sich bei Kfz Tschörkmeier in Kapfenberg eine Webasto-Standheizung einbauen lassen. Wir sind autorisierter Händler für Eversbecher und Webasto-Standheizungen. Die Standheizung hat den wesentlichen Vorteil, dass nicht nur der Innenraum erwärmt wird, sondern auch der Motor und man dadurch einen Kaltstart verhindert und dies eben sehr motorschonend ist und die Lebensdauer erhöht. Und man erspart sich das lästige Eiskratzen sowie unangenehme eiskalte Autositze. Informieren Sie sich über die Webasto-Standheizung bei Kfz Elektrik Schörkmeier, Kapfenberg, Industriestraße Ost. Der Weg dorthin lohnt sich ganz bestimmt.